Hallo, hier ist wieder eure Babi und heute in Teil 4 von Serpo werden wir den ersten Schritt auf den fremden Planeten machen. Falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch, denk mal hier, die Playlist, falls ihr den Rest noch nicht gesehen habt. Im letzten Video ist unser Team auf das Eben-Raumschiff gegangen und hat eine 10-monatige Reise über 40 Lichtjahre hinter sich gelegt. Jetzt kommen wir dem Ende der Reise zu und werden auf den fremden Planeten gehen. Wenn ihr alle Teammitglieder kennenlernen wollt, ich habe eine extra Playlist gemacht. Ich habe die letzte Woche mich ultra viel damit beschäftigt, welches Lied ich welchen Teammitglied so ein bisschen zuteilen will. Ich arbeite da sehr viel mit Musik und kriege dann so ein Gefühl, weil wir wissen nicht wirklich, wer diese Leute waren, außer der Mannschaftskommandant, der sollte den Captain Kirk von Star Trek so ein bisschen ähnlich schauen und da konnte ich mich dann so ein bisschen orientieren. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt oder später die Shorts dazu ansehen, wie ich sie designt habe und mit der KI diese wundervollen Profilbilder gemacht habe. Hat ultra viel Spaß gemacht und es sind erstaunliche Ergebnisse rausgekommen. Aber ich würde jetzt sagen, mal legen wir gleich direkt los. Es wird wieder so sein, dass viel in Tagebüchern geschrieben wird und wir werden einen neuen Außerirdischen kennenlernen. Und da habe ich heute einen Gast dabei, aber das werdet ihr gleich noch erfahren. Ich will jetzt nicht alles so vorwegnehmen. Ein Eben kam herein und gab uns Bescheid, dass die Reise nun fast vorbei sei. Er brachte uns in einen Korridor und wir kamen in einen beweglichen Raum. Damit wurden wir in einen anderen Bereich des Schiffes befördert, in denen nicht viele Gegenstände gelagert waren. Sie sehen aus wie Kleidertruhen in einem Schlafzimmer. Dann führt er uns in einen Raum mit einem großen Tisch mit vielen Lebensmitteln darauf. Der Außerirdische sagt uns, wir sollen nun essen. Gutes Essen. Wir sehen uns gegenseitig fragend an. Doc 1 stimmt uns zu und gibt uns grünes Licht, dass wir essen können. Wir suchen nach einem Teller und finden etwas wie schwere Keramikplatten. Ich nehme etwas, das wie ein Eintopf aussieht. Dann nahm ich noch einen von diesen Keksen, die nach nichts schmecken. Die Getränke waren in Metallbehältern aufbewahrt. Es ist dieselbe Flüssigkeit, die wir schon zuvor tranken. Gemeinsam aßen wir wahrscheinlich das letzte Mal auf diesem Raumschiff. Der Geschmack fehlt in diesem Gericht. Es sind Dinge darin, die ausschauen wie Kartoffeln, aber eher wie Gurken schmecken und irgendwelche seltsamen Stiele. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es schmeckt nach fast gar nichts. Wir fanden noch etwas wie Äpfel, aber sie schmecken nicht nach Äpfeln. Sie sind jedoch süß und weich und ich aß eine davon. Es hinterlässt einen Nachgeschmack im Mund, der etwas länger anhält. Im Großen und Ganzen scheint die Mannschaft sehr zufrieden zu sein. Manche scherzen herum. Der Eben, der für uns die ganze Zeit über zuständig war, kommt in den Raum. Er spricht durch einen der Eben, der etwas Englisch kann, mit uns. Die Sprache ist wirklich sehr unangenehm anzuhören und tut leicht weh in den Ohren. Die schrillen Klänge und dazu die Gesangstöne klingen sehr seltsam. Er sagt, dass wir uns für die Landung vorbereiten sollen und das tun wir dann auch. Wir müssen zurück in die Schüsseln. Keiner will das noch, aber es ist notwendig und wir werden es tun. Wir werden nun zurück mit dem beweglichen Raum gebracht und kehren in den Schüsselraum zurück. Wir klettern wieder herein. Ich hoffe, ein allerletztes Mal. Manche verwenden nochmal ihr Gefäß für ihre Notdurft und klettern dann wieder zurück in ihre Sitze. Nun werden wie immer die Deckel geschlossen, aber wir bleiben wach und liegen einfach nur rum. Ich schlafe trotzdem dann ein. Ich erwache. Durch das Geräusch weiß ich, dass der Schüsseldeckel sich geöffnet hat. Laut meiner Armbanduhr haben wir es 11 Uhr am Vormittag. Für einen kurzen Moment nehme ich an, dass wir noch immer Tag 1 haben auf diesem Raumschiff und unsere Reise noch vor uns haben. Ein Eben ist bei uns und er sagt, dass wir bald bei ihm zu Hause landen. Okay, ich denke, wir sind wirklich da und wir versammeln uns und kümmern uns um unsere Ausrüstung. Doc 1 erinnert uns daran, unsere Sonnenbrillen zu tragen, wenn wir hinaus auf den Planeten gehen. Wir packen unsere Sachen zusammen und gehen den langen Gang entlang. Dann wieder in einen anderen beweglichen Raum und bewegen uns damit eine ganze Minute lang fort. Dann öffnet sich die Tür.
Wir sind in einem sehr großen Raum und sehen unsere Ausrüstung. Viele kleinere Schiffe sind hier untergebracht. Jetzt öffnet sich eine große Tür. Helles Licht kommt herein und wir sehen den Planeten zum ersten Mal. Wir gehen die Rampe hinunter und es ist ein unglaubliches Gefühl, den Fuß auf einen anderen Planeten tun zu können. Viele Eben erwarten uns und wir sehen einen großen Eben, den größten, den wir je gesehen haben. Er tritt auf uns zu und beginnt zu reden. Der Eben, der uns begleitet, übersetzt eine Willkommensnachricht des anscheinend Oberhauptes des Planeten. Jedenfalls nehme ich an, das hier ist das Oberhaupt. Er ist etwa 30 cm größer als all die anderen. Seine Nachricht war, dass er uns auf dem Planeten willkommen heißt. Vieles verstanden wir trotzdem nicht, weil der Kleinere eben keine gute Übersetzungsarbeit geleistet hat. Der Boden ist sehr erdig und über uns erstreckt sich ein klarer blauer Himmel. Wir sehen zum ersten Mal die zwei Sonnen über uns. Eine ist heller als die andere und die Landschaft sieht aus wie eine Wüste in Arizona oder New Mexico. Ich sehe keine Vegetation und es erheben sich sanfte Hügel, aber überall existiert nur Erdboden. Das hier muss die zentrale Ortschaft sein. Wir landeten auf einer offenen Fläche mit hohen Gerüsten wie Strommasten und ich kann etwas darauf sitzen sehen. Ein großer Turm steht im Zentrum des Dorfes. Es sieht aus wie ein großer Betonbau. Er ist mindestens 90 Meter hoch. Ich kann so etwas wie einen Spiegel ganz oben auf dem Turm erkennen. Die restlichen Gebäude sehen alle aus wie Hütten aus Lehmziegel oder etwas Ähnliches. Manche sind größer als die anderen. Wir können keine Kompassmessungen vornehmen. Die Eben tragen alle die gleiche Kleidung, ausgenommen von ein paar Außerirdischen, die auf dem Raumschiff mitgeflogen sind. Jetzt sehe ich noch eine andere Uniform, die dunkelblau ausgestattet ist. Aber alle tragen eine Art Behälter auf ihren Gürtel. Ich kann keine Kinder kennen, aber vielleicht sind sie genauso groß wie die Erwachsenen. Unsere Stiefel hinterlassen einen Abdruck in der Erde. Die Helligkeit ist fast zu viel für unsere Augen und ohne Sonnenbrillen fast gar nicht auszuhalten. Egal wohin ich sehe, überall sehe ich nur Gebäude und Ödland. Es gibt keinerlei Vegetation hier und ich frage mich, wo sie ihren Nahrungsmittel anbauen. Was für ein Planet. Kaum vorstellbar, dass wir 10 Jahre lang hier leben werden. Aber selbst eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das mal gesagt hat, aber gerade kam mir das in den Sinn. Viele der Eben heißen uns willkommen. Sie machen einen sehr freundlichen Eindruck und einer von ihnen erschreckt uns fast, weil er Englisch spricht. Wir sehen uns alle um und erblicken ihn. Dieser Eben spricht fantastisch Englisch und wir werden ihn jetzt EBE2 nennen. Jetzt bemerke ich erst, dass dieser Eben weiblich ist. Und jetzt kommen wir auch zu dem Gast, den ich mitgebracht habe. Das ist die liebe Neuzeitdruidin. Ihr werdet sie vielleicht von meinem Kanal schon ein bisschen kennen. Ich freue mich total, dass sie sich bereit dazu erklärt hat, die EBE2 für die nächsten 3 Folgen von Serpo einzusprechen. Und ich finde, sie hat eine wahnsinnig fantastische Arbeit geleistet, sie auch so richtig außerirdisch zu sprechen. Da war ich total begeistert, als ich das gehört habe. Ihren Kanal werde ich auch mal verlinken, aber jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Willkommen auf unserem Planeten Serpo. Ihr seid herzlich willkommen und könnt euch frei bewegen. Wir bekommen alle ein kleines Gerät von ihr und sie sagt: Tragt dieses Gerät immer an euren Gürteln. Es ist sehr wichtig, dass ihr es immer mit euch tragt. Es erfüllt wichtige Funktionen. Es sieht aus wie ein kleines Transistorradio. Wir befestigen es auf unseren Gürteln. Es ist extrem heiß hier. Ich bat Bob, die Temperatur zu messen. Er sagt, es sind 42 Grad. Es ist sehr warm und wir ziehen die Jacke aus und tragen nur noch den einteiligen Fliegeranzug. Die Eben sehen uns unentwegt an, aber erscheinen sehr freundlich. Manche tragen eine Art von Umhängetuch und ich erkundige mich bei EBE2 danach. Das hier sind Frauen. Man erkennt sie gut an ihrer Kleidung. Wir sehen uns hier alle sehr ähnlich.
aber Menschen sind klug und ihr werdet sicher schnell lernen. Okay, ich verstehe jetzt, aber sie sehen alle sehr gleich für uns aus. Es ist sehr schwierig, sie auseinanderzuhalten. Manche haben andersfarbige Uniformen und EBE2 erklärt uns, es gibt verschiedene Uniformen für Eben im Militär. Jeder hat seine Aufgabe und bekommt eine Kleidung zugeteilt. Ihr werdet es verstehen. Es ist nicht schwer. Und das macht jetzt Sinn für mich. Wir werden zu einer Reihe von Hütten gebracht, die auch wie Ziegelhäuser aussehen. Es sind 4 an der Zahl und dahinter ist ein unterirdischer Raum oder Lagerbereich. Er ist in den Boden eingebaut. Wir müssen eine Rampe hinuntergehen. Die Türen sehen aus wie die von einem militärischen Iglo, wo unsere Atombomben auf der Erde gelagert werden. Unsere gesamte Ausrüstung, die vom Raumschiff ausgeladen wurde, ist hier gelagert. Wir kamen in diesen Bereich hinunter und es ist ein sehr großer Raum. Er ist sehr kühl und wesentlich angenehmer als an der Oberfläche. Vielleicht müssen wir hier unten schlafen. Unsere gesamte Ausrüstung ist hier. 16 Paletten mit Ausrüstung sind hier untergebracht. Dieser Raum und alles andere ist auch aus diesem betonähnlichen Material gebaut, aber mit einer anderen Textur. Es fühlt sich an wie weicher Gummi, aber trotzdem noch hart genug. Der Boden ist aus dem gleichen Material gemacht und an der Decke kann ich Licht erkennen. Sie sehen wie Scheinwerfer aus und sie haben Strom. Wir müssen irgendwann Inventur unserer Ausrüstung machen, um zu sehen, ob wirklich alles da ist. Jetzt gehen wir aber zurück zu den Hütten und dort drin ist es auch kühler als draußen, aber immer noch sehr warm. Wir müssen uns jetzt wirklich organisieren. Ich sage zu EBE2, dass wir jetzt alleine sein müssen, um uns zu besprechen. Das kann ich verstehen und ich lasse euch nun alleine. Ich frage noch nach der Leiche von unserem Mannschaftspiloten Flash. Sie kreuzt die Hände über ihren Körper und neigt den Kopf nach unten und sagt: Leider weiß ich nichts über euren verstorbenen Mann. Es verwirrt mich zu hören, dass jemand von euren Menschen diese Welt verlassen hat. Es war wirklich bewegend, denn sie weinte fast. Ich werde meinen Ausbilder fragen und sein Körper wird euch übergeben werden. Das Wort Ausbilder erschreckte mich ein wenig. Ist sie noch in Ausbildung und jemand unterrichtet sie? Oder ist das Wort Ausbilder in ihrer Sprache etwas anderes? Vielleicht bedeutet das Oberhaupt oder Kommandant. Ich weiß es nicht, aber nun ging sie. Wir werden alleine gelassen. Ich sage zu Ripley, er solle alle in den unteren Lagerbereich bringen, weil dort eine Teambesprechung abgehalten wird. Bob schlägt vor, den Kalender mit dem heutigen Tag zu beginnen. Es ist 13 Uhr an unserem ersten Tag auf Planet Serpo. Wir hatten ein ernstes Problem. Wie erklären wir unsere Wissenschaft einer außerirdischen Zivilisation, die Einstein, Kepler oder jegliche anderen Wissenschaftler unserer Zeit nicht kennt? Einfache Mathematik scheint ihnen derart fremd. EBE2 ist die klügste, die wir bisher kennengelernt haben, und sie scheint unsere Sprache besser zu können als all die anderen Eben. Sie scheint sogar unsere grundlegende Mathematik zu verstehen. Wir fingen mit 2 plus 2 an und machten ab da weiter. Sie verstand und begriff sogar so schnell, dass sie ohne unsere Hilfe weitermachen konnte. Wir sind uns sicher, dass sie einen sehr hohen IQ hat, weil sie 1000 mal 1000 wiederholte und eine Antwort parat hatte. Wir zeigten ihr unseren Rechenschieber und sie brauchte nur ein paar Minuten, um aus ihm schlau zu werden. Aber ich glaube nicht, dass sie alle Symbole auf den Rechenschieber vollständig verstand. Sie ist wirklich etwas Besonderes. Wir konnten zum ersten Mal richtig eine Persönlichkeit in einem der Außerirdischen erkennen. Vielleicht weil sie mehr Kontakt mit uns hatte als all die anderen. Sie ist sehr warmherzig, das kann man einfach spüren. Sie hat uns wirklich gern und sie sorgt sich um uns. Während unserer ersten Nacht schien sie sicherzustellen, dass alles perfekt für uns war. Und sie warnte uns sogar vor der Hitze und dem Licht. Sie erwähnte, dass es auf Serpo nicht so dunkel wird wie auf der Erde. Ich frage mich, wie sie das wusste. War sie schon auf der Erde gewesen?
Vielleicht wurde sie einfach über die Erde unterrichtet. Und vielleicht haben sie Bücher über die Erde hier. Jedenfalls erzählt sie uns in der ersten Nacht von den Winden. Die Sturmböen beginnen genau in dem Moment, wenn eine der Sonnen untergeht. Die andere Sonne geht nicht unter, sondern bleibt tief am Horizont stehen. Die Winde wehen stark gegen unsere Hütten. Wir hatten eine sehr schwierige erste Nacht. Wenn man es Nacht nennen kann. Aber für die Eben ist es scheinbar nur ein Abschnitt ihres Tages. EBE 2 kannte das Wort für Tag, aber man konnte es nicht wirklich mit einem Tag vergleichen wie der von unserer Erde. Vielleicht war sie doch nicht auf der Erde gewesen. Wir konnten während unserer ersten Nacht nicht gut schlafen. Die Eben schlafen nicht so wie wir. Sie scheinen über gewisse Zeiträume zu ruhen und dann wieder zu erwachen und ihren Geschäften nachzugehen, was diese auch sein mögen. Als wir aufwachten, war Ebi 2 vor unserer Hütte. Sie wartete dort auf uns. Wie konnte sie wissen, dass wir wach waren? Vielleicht werden die Hütten mit einem Sensor überwacht. Sie sagt, wir sollen ihr zum Speiseplatz folgen. Sie verwendet das Wort Platz, was uns etwas verwirrt. Zu Ebi 2 möchte ich noch dazu sagen, ja, sie war auf der Erde. Sie war der Außerirdische, der das Yellow Book an die Menschheit übergeben hat. Also ihr war die Erde schon bekannt. Sie ist auch der Außerirdische gewesen, der auch am besten Englisch konnte. Nachdem ich das Team versammelt hatte, gingen wir durch das Dorf. Ich werde es Dorf nennen. Wir betraten ein großes Gebäude. Es schien ein wirklich sehr großes Gebäude zu sein, wenn man bedenkt, wie klein die Eben eigentlich sind. Tische mit Lebensmitteln waren hier aufgebaut. Wir würden diesen Ort vermutlich eine Kantine nennen. Manche Außerirdischen sahen uns an. Aber aßen weiter. Kochen sie nicht in ihren eigenen Hütten? Vielleicht essen alle immer hier. Wir gingen zu dem Tisch mit dem Essen. Es war das gleiche Essen, das wir auf dem Raumschiff gegessen hatten. Nur ein paar Lebensmittel sahen anders aus. Sie hatten große Schüsseln mit etwas, das ich mit Obst vergleichen könnte. Aber es waren sonderbar aussehende Dinge. Sie hatten auch etwas wie Hüttenkäse und es schmeckte nach saurer Milch. Aber nach dem Anfangsgeschmack war es ziemlich akzeptabel. Ich musste auch meine Teammitglieder zum Essen und Trinken motivieren. Wir gewöhnen uns besser an ihre Nahrung, falls uns unsere Nahrung ausgeht. Doc 1 meinte jedoch, wir sollten nur eine Mahlzeit pro Tag von den Eben einnehmen und bei den C-Rationen bleiben. Auf diese Weise kann sich unser System an die Eben-Nahrung anpassen. Wir saßen an einem Tisch, klein im Vergleich mit unseren Standards, und aßen mit dieser fremden Zivilisation. Sie waren ungefähr 100 an der Zahl, sie starrten uns aber nicht wirklich an. Die meisten kümmerten sich gar nicht um uns, dass wir mit dabei an den Tisch saßen. Trotzdem erwischten wir manchmal welche, die in unsere Richtung starrten. Aber wir waren jetzt die Sonderlinge. Nicht mehr sie, wir waren die Besucher. Wir sind die Aliens. Wir müssen wirklich seltsam für sie aussehen. Wir sehen alle anders aus und sie sehen alle gleich aus. Wie können sie uns mit sich selbst vergleichen? Das können sie wohl nicht, so wie wir das nicht mit ihnen können. Wir starten sie an und sie starten uns an. Dann sehen wir einen anders aussehenden Eben, eine sehr seltsame Kreatur. Groß, mit langen Armen, und fast dahinschwebend mit langen Beinen. Das kann keiner von ihnen sein. Wir alle starren ihn an. Diese Kreatur schwebt einfach an uns vorbei und sah uns nicht mal an. Ich versuche EBE2 zu finden. Sie ist mit drei anderen an einem anderen Tisch. Als ich näher komme, steht sie auf und neigt fast den Kopf in meine Richtung. Vielleicht ist es eine Begrüßung und das muss ich mir merken. Seid willkommen. Ist alles zu eurer Zufriedenheit? Schmeckt euch das Essen? Ich frage nach der Kreatur, die wir gerade eben gesehen haben, und ich frage, ob das eine andere Art von ihnen ist. Ich verstehe leider nicht. Bitte erkläre mir, was ist Kreatur? Ich sehe hier keine Kreatur. Welche Kreatur meinst du? Ich verwende das Wort Kreatur, und vielleicht war das eine Beleidigung oder... Vielleicht kannte sie das Wort nicht. Ich zeigte auf ihn auf der anderen Seite des Gebäudes. Ich verstehe. Das ist keine Kreatur,
Sie kommt von den Sternen, wie du. Sie besucht uns hier. Sie zeigte auf mich. Ich verstehe nun, sie haben auch andere fremde Besucher hier. Wir sind wohl nicht die Einzigen. Ich fragte sie, von welchem Planeten der Besucher stammt, und sie antwortete mir etwas wie Korta. Und sie wiederholte es zweimal, aber ich konnte nicht genau feststellen, wie das Wort wirklich klang. Dann fragte ich nach, wo diese Welt liegt. Folge mir, und ich zeige dir den Ort dieses Besuchers. Sie nimmt mich mit zu einem Fernseher, der in der Ecke des Raumes steht. Er ist wie eine Kommandostation aufgebaut. Sie legt ihren Finger auf das Glas und es erscheint etwas. Das Universum? Sternensysteme? Ich kenne keine davon. Sie zeigt auf eine Stelle und sagt, Korta. Jetzt frage ich, wo die Erde liegt. Sie zeigt auf eine andere Stelle und sagt, Erde. Hier ist eure Kugel. Dort ist die Heimat der Menschenbesucher. Basierend auf dieser Weltraumkarte aus Glas sind wir nicht weit voneinander entfernt, aber ich kenne nicht den genauen Maßstab auf dieser Karte. Es könnten nur ein paar Millionen Kilometer sein oder vielleicht sogar 10 Lichtjahre, aber es scheint nahe zu sein. Ich werde einen unserer Wissenschaftler bitten müssen, sich das anzusehen. Ich danke ihr und sie wirkt sehr zufrieden. Sie sieht fast wie ein Engel aus und macht einen sehr netten Eindruck. Sie berührt meine Hand und zeigt auf meinen Tisch und sagt, gut essen? Bitte, esst gut. Ich lachte herzhaft und sage ja, gutes Kantinenessen. Sie ist wirklich verwirrt. Vermutlich weiß sie nicht, was eine Kantine ist. Ich zeige auf das ganze Gebäude und sage, Kantine, Speiseplatz auf der Erde. Sie wiederholt, was ich sagte, und ich lachte und ging. Jetzt denkt sie vermutlich, dass alle Restaurants auf der Erde Kantine genannt werden. Ich finde es total spannend und ich kann mir das Ganze so richtig gut vorstellen und ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum ich EBE2 irgendwie kam mir direkt die Neuzeitröde im Kopf. Ich empfinde sie als sehr warmherzig und sie ist immer eine sehr gute Freundin zu mir und deswegen habe ich sie dann auch angefragt, die EBE2 zu sprechen. Und sie wird uns auch noch die nächsten 2 Videos begleiten und da freue ich mich schon sehr drauf. Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Donnerstag kommt jetzt auch immer ein Video raus, immer ein kleines, kurzes. Tschüss!